Hey Freunde, servus, willkommen zurück bei Yakuza Zero. Heute ohne Brille. Der Matthias hat in den Kommentaren mir gesagt, dass sich die Einkaufsläden von den Restaurants farblich unterscheiden. Was mir persönlich zeigt, meine Brille bringt einen Scheiß, weil ich hab's nicht gemerkt. Ich merk's nicht. Also brauche ich auch keine Brille, ne? Damit wäre das Problem auch gelöst. Mehr oder weniger, was labern die so viel da? Keine Ahnung. Oh, da gibt's wieder auf die Fresse. Das Gute ist, ich habe das Spiel bestimmt 2 Wochen nicht mehr gespielt. Hab's aber immer noch drauf, ne? Du auch nicht. Ist ein bisschen laut auf meinen Kopfhörern. Obwohl, Volume ist jetzt auf 2 geschaltet, ne? 2 von 100. Trotzdem zu laut. Ich will gucken, ob ich genügend Suff dabei habe. Wir sollten ja Suff für die Obdachlosen kaufen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich glaube, irgendwas hat uns gefehlt. Gucken wir mal. So, Talk. What should I hand over? Fuck, was wollte denn der? Ah, genau. Der wählt das automatisch aus. Perfekt. Do is thy beer. Perfekt. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Sake habe ich doch gekauft, oder nicht? Hab ich kein Sake gekauft? Junge. Und Champagner. Im Don Quixote gibt's Champagner. So. Seins haben wir. Ja, leg's auf die Titel. Perfekt. Bla bla bla. Und jetzt haben wir noch Tisch. Im Scourge. Wie wunderschön. Also, wir brauchen noch Sake. Und wir müssen zum Don Quixote. Wo ist Don Quixote? Don Quixote. Es ist da, wo die Quest davor ist. Hat er eigentlich jetzt nicht so Bock auf eine Quest? Aber was soll's. Da war ja, soweit ich mich erinnere, eine Riesenschlange vorne dran. Das bedeutet, wir gucken jetzt nach, warum das so eine Schlange ist. Außer ich kann mich an euch vorbeidrängeln. Ha! Funktioniert. Es funktioniert. Das Spiel nimmt auf, Gott sei Dank. Gott, wie sieht's denn hier aus? Hirashimase! Shoppy shoppy! Shop 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 shop. Can you show me what you have? Of course. So, Junge. Wir brauchen. Ich hab sogar Mountain Dew drin und 7-Up. Reicht der normale Champagner? Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt Bock, hier 20.000 für ihn auszugeben. Testen wir. Testen wir. Die Nebenquest machen wir übrigens nach der Hauptquest. Ich wollte jetzt mal, dass ein kleines bisschen die Story vorangeht. Weil, wie ihr wisst, waren die letzten Parts ja alles nur Nebenstories, weswegen ich das jetzt mal kurz ein bisschen außer Acht lassen will. Boing! So eine schöne Stadt. Hatte der Jack übrigens auch geschrieben, dass er immer wieder begeistert ist von der Stadt hier, wie die umgesetzt wird. Und ich find's auch hammergeil. So, wer war der Junge mit dem Champagner? War der das? Yeah! So, jetzt rede ich nochmal mit dem, der den Sake will. Sake, Sake. Er gibt mir keinen Tipp. Arschloch. Was ist hier? Ist das ein Laden? Immer noch mal in Popo-Shop. Da können wir mit der Alten hier ein bisschen die Freundschaft verhärten. So, hast du Sake? Sake, 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 Sake. Nein, hat sie nicht.
Ich will aber trotzdem was kaufen. Immer noch ein Bier mit. Genau, einfach damit die... Oh, something's wrong. You look a little out of it. Do I really? Well, yeah. I'm so sorry, I shouldn't have let that show. But you're right, something's been on my mind all day. What's that? The head office gave me an assignment of sorts. An assignment? Huh? We have lots of competition here from the M-Store chain and others. Our stores are all very similar, don't you think? Come to think of it, I guess there's not much difference between your stores. That's why the head office asked employees from various branches, to come up with ideas that would set Popo stores apart from others. So that's why you were lost and found, huh? Yes, I don't want to suggest something random that would only grab the customer's attention for 5 minutes. It has to work in the long term too. Also sie muss was rausfinden, um den Laden besser am Leben zu halten, was auch länger hält. Ne? Silly me, I should ask customers like you. Okay. Great, so curious on, is there anything you would like our stores to introduce? Let me think. Parcel Delivery Service finde ich eigentlich nicht verkehrt. Ne? Gibt es auch hier in verschiedenen Käffern bei uns, dass manche Läden gleichzeitig auch noch hier so Zeug haben. So, dann. We have stores all across Japan. You could use that to offer a parcel delivery service. Ja. I think your idea is going to be a winner. You must be a business genius, Kiryu-san. Ja, bin ich. Fucking Yakuza. Ach ja. Hab heute wieder Überstunden gemacht, ne? Und hab extra aufgenommen, damit ihr jetzt am Dienstag endlich ein Video habt, wieder ein Yakuza-Video. Weil ich hab das ein bisschen vernachlässigt. Könnte hier was geben? Ich weiß es nicht. Gibt's eine Sage? Gucken wir mal bei Kodibo Trucks. Ja, ich hab's vernachlässigt, weil ich den kompletten Sonntag über Nier gespielt habe. Nier Automata. Ist ein Spiel, was ich, wenn, dann würde ich streamen, aber nicht ein Let's Play draus machen, weil ich habe hier schon ein Riesenprojekt mit Yakuza Zero. Junge. Zack. Ja, aber Nier Automata, ey, das hat mich weggeblasen. Ich wollte es mittags so eine Stunde, zwei wollte ich es mal anspielen. Es wurden dann 7 Stunden gestern. War cool, war geil. Hat Spaß gemacht. Ja. Das ist ein Arcade. Wo bin ich denn? Ich bin ja total falsch, ey, total falsch. Dann können wir aber gleich eins weitergehen und den Shop da unten mitnehmen. Den hier. Weil ich war hier ja überall schon, ne? Ich weiß, dass mir Champagner gefehlt hat, aber... Was gibt's denn hier so? So. Coole Shirts, ein paar Waffen. Killer B. Unique Pocket Circuit Card that's sure to attract attention. Für 50 Millionen, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, deswegen verlasse ich den Laden. Weißt, habe ich gerade vergessen, irgendeinen Satz zu beenden? Ich bin mir unsicher. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde heute. Verzeiht mir bitte. Bitte verzeiht mir, es tut mir so leid. Hier links. Chotto, warte! Oh, die rennen los. Oh, die laufen nochmal. Hier muss der Shop sein. Bist du ein Depp? Ach Gott, bist du ein Depp. Guck mal, das Poster da links. Das macht mich geil. Das ist der Hammer. So, auch ich will die Panda-Figur. So. Ihr habt auch nichts. Gut, have a nice day. Wo ist der fucking Sake? Wo ist der Sake? Oh, scheiß Reiswein. Scheiß Reis. Ich scheiße auf den Reis.
Ist es tatsächlich der M-Store da oben? Es gab ja noch einen Popo-Shop, aber ich glaube, da war ich gerade nicht. Ne, das wäre der hier unten. Und hier Important Brands. Ah, sind beide Wege gerade kacke, ne? Pass auf, ich gehe runter und guck erst unten. Fuck it. Man sieht zwar hier die Gebäude, ne? Wenn du aber hochguckst, da ist nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Oder? Das ist nur noch der Himmel. So, das war. Hier. Hier, ne? Hier. Das war der andere Popo-Store. Eventuell kann ich jetzt Päckchen schicken. Das Bild links. Geil. Das unten. Ne, die haben auch nichts. Also die haben anscheinend, also auf den ersten Blick haben sie wirklich die komplett selben Items wie der andere Popo-Shop. Nur, dass eben in dem anderen Popo-Shop noch die Nebenquest verbunden ist. Sprich, wir müssen nordwestlich, kann ich da eigentlich runter? Ne. Ne. Nicht possible. Nicht possible. Hup, hup. Weg, weg, aus dem Weg, Junge. Aus dem Weg! War ich da schon drin? Das ist auch nochmal ein Popo-Shop. Aber wisst ihr was? Da gucke ich nochmal rein. Nur um sicher zu gehen. Weil. Okay, da kann man nichts kaufen, glaube ich. Aber unter Umständen gibt's oben nichts und dann renne ich sowieso wieder hier runter. Was ist das hier eigentlich? Restaurant gewesen? Ja, man sieht's ja auf der Karte. Ich sehe es nicht. Sorry, Matthias, ich habe das nicht gesehen. Ich habe eine Gelb-Gelb-Schwäche, glaube ich. Oder ist das gelb überhaupt? Nee, ne, das ist nicht ganz. Oder ist es der. Das ist der Popo-Store, wo ich schon drin war, ne? Ja, das ist der. Das ist der. Wäre als angenehm, wenn ich ein kleines bisschen schneller rennen könnte. Oh, fucking Beast Mode! Oh, falscher Knopf. Junge! Wie funktioniert denn das nochmal? Warum macht denn der das nicht? Der hat dich doch normal genommen und sich dann gedreht wie ein Depp. Wohl da nicht. Wohl da nicht. Wollte er nicht. Mein Telefon klingelt. Moment. Da bin ich wieder. Entschuldigen Sie bitte. Das war mein Herr Papa, der nicht sprechen wollte. Ach, der gute Vater. Irgendwann nehme ich mit dem zusammen an. Und ich bin ja manchmal so ein bisschen dappisch, ne? Ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, wo ich sie habe. Irgendwann kriege ich ihn dazu. Er traut sich noch nicht, aber irgendwann. Wahrscheinlich mit versteckter Kamera, dass er es nicht mitkriegt. So eine Runde Doom oder sowas, das wäre geil. Das wäre geil. So, habt ihr Sake oder habt ihr nichts? Das ist nicht der Shop. Shop. Hä? Sag mal, der. Bin ich jetzt. Noch? Vor allem alle Geschäfte, ne? 24/7 haben die auf, ey. Die Arbeitsbedingungen in Japan, die sind so asozial. Ja, ist wie das schöne Gesicht. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja auch ein Popo. Da haben sie Sake. Yes. Kann das sein, dass ich Sake gekauft habe und er hat es irgendwie in die Itembox rein? Weil ich war mir sicher, dass ich alles hatte, außer den fucking Champagner. Ja. Jetzt geht ja. La, 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 wir laufen durch Tokio. Wird Tokio eigentlich mit I oder mit Y geschrieben? Ich weiß im Englischen mit Y. Und ich habe, glaube ich, in sämtlichen Beschreibungen oder Videotiteln Tokio auch mit Y geschrieben. Jetzt lese ich es aber immer öfter. Nur mit, ja, hopp, greift mich an. Nur mit I. Ne? Und das verwirrt mich. Junge. Der Fighting-Stil ist immer noch am absolut geilsten. Ja,
Sag in der Rüge. In der Rüge! Ja, es tut mir leid. Ich will zu meiner Mama. Domo arigato! Wir gehen jetzt krass zu den Obdachlosen. Und gucken, dass es endlich in der Story weitergeht. Ein kleines Stückchen. Das sollte ja eigentlich schon Yakuza noch einen zweiten Char spielen, ne? Jetzt überleg mal, wir sind in Part Nummer 16, glaube ich, jetzt. Ne? Und so viel hat sich noch nicht getan. Das ist krass. Also ich glaube, dieses Let's Play, das Spiel ist das ganze Jahr über, ey. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Nein, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. So. Wer war denn das mit dem Sake? Du wolltest, glaube ich, nur Bier, oder? Ne, der war's, tatsächlich. Best Man. So. Jetzt aber. これで話をしやすくなったな。どうとも。酒のおかげで口も滑らかよ。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。立花不動産の仕事をしたことがあるって話だが。 言われた場所に一日中居座ってるだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって、日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのって、ハクアビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだ、それ知ってんだったら、他に何が聞きたいの？そのバイトってのは、 橘不動産の方から声をかけてくるのか。ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、東上界のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。あは、今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは橘さんとこだろうがヤクザだろうが、 金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。あ、やけるですけるんソフィス。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。橘不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか。ああ、それならチャンピオン街だね。チャンピオン。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なぜ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば 高く土地が売れるんだろうよ。橘不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか。多分ね。ただ、あそこは橘不動産だけじゃなくて東上界の連中も狙っているから、あんたみたいなヤクザが行ったら、あそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。 Arigato, the champion district. That may be my ticket to bumping into Tachibana's boys again. Oh, die gute Boys. So, wo, hier ist Champion. Das heißt, wir werden hier schön peichern. Und, oh, der Dewboy. Och nee, nicht schon wieder der, bitte, nicht wieder. Doch, da ist er. Der Bacchus. Der nervt. Achtung. Was willst du, Junge? Why are you on your way somewhere, boy? Sorry to hold you up. Yeah, you wanted to talk? That's right, tell me, have you been training? Yeah, here and there. Good, because I have something I'd like to ask you to do, if you're willing, that is. What's with the hesitation? That's not like you. Truth is, I've got debt collectors on my tail. Oh, scheiße, Schuldeneintreiber. Ah, ja, so siehst du aus, Junge. Scary ones. Yeah, I gathered you've been running since we met.
No. Those two bit jokers are nickel and dime stuff. I'm talking tunas, famous, and I mean that in the global sense. And now they're here in Japan. Hot on my tail. Hold on, did you seriously try to escape your mountain of debt by fleeing to Japan? Yes. And this time there may be no going back. I think there's a price on my head. So I guess it's too late to pay the money back then. What are you going to do, Bachus? Well, I was hoping I could get you to be my bodyguard. I figured as much. Unfortunately, I've already got enough trouble on my plate. Believe me, you'd probably be in worse danger with me around. Also, will uns anstellen als sein Bodyguard. And I. Ah, das war scheiße. No, that's no way to have a heart. Please, bitte, mach doch bitte. Sure, I can pay a retainer. But if you protect me, I'll teach you some of my top shelf moves. The good stuff. Ich wette mit euch, wenn ich bei dem seiner Sidequest weitermacht, dann erweitert sich auch diese Ringe, diese Levelringe. Yes, damn straight they are. They'll do you right in a tight fight, my boy. Ja, komm, kann ich jetzt bitte akzeptieren? Oh, der ist böse, der hat eine Sonnenbrille. I think they found me, boy. This is the big scary debt collector. Huh? I'm here for your head. Just doing my job, so don't hold it against me. Debt collector, huh? More like hitman. Ooh, accusations. No, I don't want to die. Please help me, boy. I guess I don't have much of a choice. I left you here. It'd be like putting a bullet in your head myself. You stand back. Ja. The mystery man. Watch out, boy. I don't like the look of this one. Way ahead of you. Alright, let's do this. Gibt's auf die Fresse. The gute mysterious hitman. Der hat eine Waffe! Zu spät reagiert. Oh Junge, nett mit mir. Ey. Kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen, du kleiner Depp. Und auf die Fresse. Fertig. Ah, schön. Hell, dass ich's Bäuchlein gar. Boy. I'm letting you live. You go back and tell whoever ordered the hit to forget about Bachus. You hear me? What? There'll be others on his trail soon enough. He'll get what's coming to him. Sorry, boy. Why the apology? I told you to watch out for a knife in your ribs, yet here I'm putting you in danger myself. I am more about the offer you made earlier. You said you'd teach me some new moves. Better make it quick, though, before the next hitman gets here. Ja, hopp, bring mir was bei. Komm. Wie schaut's aus? Hey, boy! Hey, boy! You ready to learn new moves? Ja, aber deswegen bin ich hier. These are the moves I can teach you, boy. Yes. Most important thing in a fight is tenacity. Keine Ahnung, was das ist. That's a secret. Sounds pretty simple for a secret, though I guess in a fight simplicity is best. Brawling comes down to a spirit in the end, so I'm going to teach you a move that harnesses that power. I call it Spirit Fire. Yes. Ach, Scheiße, jetzt schon wieder oder was? Was hat denn der so abgezittert, ey? But I just got paid a fortune up. So, ist wieder einer, der kommt, um den Bacchus ein bisschen Trouble zu machen und Geld einzutreiben. Und wir dürfen jetzt verteidigen, unwahrscheinlich im Brawler-Mode den neuen Scheiß lernen. Aber als allererstes würde ich mich gern heilen. So, you can charge up a counter-attack. The attack is more powerful and likely to knock the opponent down.
Da stand es gerade eben und ich habe es weggedrückt, weil ich mich heilen wollte. Nein, nein, nix Heat. Health and Heat. Sehr gut. Nice! Oh, meine Fresse, habt ihr das gesehen? Böse! Defeat the Hitman targeting Bacchus. Use your Brawler's Drive Move to take out the Assassin. Hui! Von hinten! Eieieiei. Eieiei. Hopp, greif gespannt. Yes! Und jetzt mit dem Fahrrad! Boah, der Kampf, der zieht sich, ey. Hopp, greif mich an. Mit der Mülltonne! Oh, schnell auf. Ja. War nicht so viel, aber besser wie nichts. Jetzt aber. Au, 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 au. Nice. Konnte ich jetzt auch chargen mit Dreieck? War mir gar nicht mehr klar, dass das ging. How the hell did you get the better of me? The boy wins. What did the guy who pay you look like? It was dark, so I didn't get a good look at their face. From the way they talked, I guess they were foreign. Well, it wasn't me. Of course not. It's the guy who's out to get ya. Out to get ya. So. Oh. Es gibt noch mehr Moves. Und genau diese Moves lernen wir gleich im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.